Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind jetzt hier in Surin und gehen jetzt gleich in das Restaurant hier rein. Mal sehen, wie es heißt. Ich habe den Namen vergessen, sage ich euch gleich. Tabu. Sabu, sagt meine Frau, okay. Und da treffen wir den Rest der Familie, wie gesagt, heute gemeinsames Familienessen hier in Surin. Und ich glaube, ich war schon mal hier, aber ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ne? Auto abschließen. Okay, los geht's. Ist unsere Eilert, die Pet und so, die anderen warten schon dort, ne? Es ist viel Verkehr hier auf den Straßen. Ja, Surin bei Nacht. Okay, jetzt können wir überqueren. Ja, die Mädels, ganz stolz. So, Leute. Schade, dass die Kinder hier nicht sind. Nicht hier sind, sondern im Bangkok, ne? Aber gut, wie gesagt, der Kang kommt noch mit dem Motorrad, er ist in der Arbeit, kommt irgendwann da vorbei. Und die Familie von der Koi, die wartet wahrscheinlich hier schon auf uns. Dieses Lokal ist immer sehr gut besucht, dieses Restaurant. Aber ich glaube, die Koi hat reserviert irgendwie, die sind schon hier. Also die haben da einen Tisch, glaube ich. Reserviert für alle. So, und das ist es. Nochmal. So. Sabu sieht, ja. Sabu sieht. Okay. Oh, das geht. Heute ist nicht so viel los. Wunderbar. Da ist die Pet noch mit der Eilert. So, dann schauen wir mal rein. Oh ja, ich kenne das, hier waren wir schon. So Leute, da ist schon das Buffet, ne? Da ist auch schon die Koi. Ja. Verschiedene Zutaten. Oh ja, Schalentiere. Ja, hier ist auch die Schinken. Okay, setzen wir uns. Hey, geh bei! Wie sieht hier? Noch der Uthai auch schon da? Ja, die Jaja natürlich. Hey, Jaja. Holy crap, der Uthai. Hier, where is it? Hier, you. Okay, Leute, nehmen wir mal Platz hier. Und da hier wird dann alles gegrillt. Also ich gehe jetzt mal, um euch das Buffet zu zeigen. Das ist all you can eat. Also man kann sich da holen, was man will. Und so viel mal will. Den Preis muss ich nochmal nachfragen bei meiner Frau. Oder sogar Pommes gibt es hier, Leute. Oh ja, da findet man Springroll und so weiter. Verschiedene gekochte Speisen. Sogar Spaghetti haben die hier, habe ich gesehen. Also was will man da mehr? Getränke jede Menge. Hier auch noch alles zum Grillen. Also, der Tisch ist reichlich gedeckt. Da freut sich schon mal Salat hier. Hier ist Sushi. Und dann gibt es Obst hier noch.
Obst, ja, Gemüse, Eis, oh ja. Eis und hier Süßigkeiten, Kuchen und so Zeug. Also Leute, da kann man wirklich nicht meckern. Da, also heute ist nichts mit Abnehmen, auf gar keinen Fall. Weil das sieht alles auch sehr lecker aus, ne? Hier so Salat mit Champignon und alles Mögliche. Ja, sieht doch schön aus, oder? Ja. Okay. Mal hier mal reinschauen, Leute. Einfach so, ha? Das gekochtes, ja. Alles sehr lecker aus. Strüms und das hier sind Spaghetti und da Reis oder sowas. Ja. Mhm. Okay, ich werde mir jedenfalls erstmal ein paar Pommes frites und den Springrolls und so. Also, please. Take a few Pommes, I want to taste and drink. Ja, meine Frau holt schon mal die Getränke. What I have looks very good. Take this color yellow. Das sind die verschiedenen Soßen hier. Oh, hier so die Teigtaschen, Leute, die kann man dann in die Suppe. Also wirklich, die haben an alles gedacht. Und hier Meeresfrüchte, Tintenfisch, Muscheln. Shrimps. Oh, das ganz andere Zeug, was da noch ist. Oh, dann Salate, ja. Okay. Also man sieht, ist für jedermann was. Hier ist meine Schwägerin. So, dieses Gehackte hier und das auch noch, ja. Okay, Leute, dann werden wir uns mal hinsetzen. Schwester vom Kai und ein paar Angehörige, seine Mutter. So war die Grab. Ja. Hoi. Okay. Will ich jetzt mal Pause drücken? Ja Leute, ich lasse mich heute bedienen. Meine Frau weiß, was ich mag. Die soll doch aussuchen für mich. Hat sie schon Pommes? Ja, ja, looks good. They have spaghetti too, you see? You want spaghetti? I want to try. A little only, ja? Okay, Leute. Haben wir alles durch eigentlich. Diese Teigtaschen muss ich auch probieren. In der Suppe sehen lecker aus. Okay. Setze ich mich einfach zu unserer Jaile. Und meine Frau wird schon das Richtige aussuchen. Natürlich werde ich auch noch mal um die Theken hier schleichen, um das eine andere oder andere zu holen. Aber in der Regel, und man hat ja Zeit hier, also das ist schon, muss ich nicht beeilen. Also, als Vorspeise schon mal die Pommes. Alle, da ist schon mal nichts, die sind trocken, Leute. Sind nicht mehr frisch. Aber gut,
geht. So Leute, Nummer 1, die Garnelen. Also die mögen die Leute hier. So Leute, jetzt sind wir alle zusammen mehr oder weniger an drei Tischen verteilt. Ja, ich habe jetzt die Spaghetti und ganz okay, aber ehrlich gesagt, meine waren ein bisschen, waren gut. Und hier, man sieht, was da ist, gibt es erst der Anfang, jede Menge für jeden Pass. Wie gesagt, all you can eat. กี่บาทนะคนละ258 Das war's auch schon, Leute. Vielleicht haben wir Hunger. Ja. Euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und tschüss. So, ja, gut.